So, Vollbildmodus wieder rein. Auftragsangebot. Wir waren in Köln, ne? Dann geht's noch einmal nach Metz. Wird das so ausgesprochen? Ich weiß es nicht. Metz? Ich weiß es nicht. Angebot läuft ab in 31 Minuten. Ja, gut, passt. Auftrag annehmen. Fahren wir von Köln. Auftrag, Fischstäbchen. Na toll. Wir transportieren Fischstäbchen. Wo muss ich hier rausfahren? Glaub in diese Richtung. Wenn nicht, dann habe ich jetzt gleich ein Problem. Und wir brauchen den Schampfwischer. Ja doch, wir waren richtig, sehr gut. Fahren von genau da los, wo wir angekommen sind. Sicher nur die günstigen von ja, nicht die guten von Captain Iglo. Ah, wer weiß. Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich nicht. Captain Iglo wäre cool. Und halten. Achso, ich darf weiterfahren. Nein, nicht rückwärts. Ich habe aus Versehen den Rückwärtsgang da gepackt. Egal. Und weiter. Fa-fa-fa-fa-fa. 5 Stunden und 22 Minuten bis nach Frankreich. Na gut. Und warum muss es ausgerechnet jetzt regnen? Oder dann kommen wir aber in den frühen Morgenstunden an. Damit die Zuschauer was zu sehen haben, da regnet's. Aber müsste es dann halt nicht eher andersrum sein? Ich meine, im Dunkeln und bei Regen, da seht ihr doch nicht viel, oder? Dann ist das Spiel ja eigentlich sogar recht gemein. Werd grün, werd grün, werd grün, werd grün. Ach, komm schon. Egal. Kann ich den Energy öffnen? Oh, in Ordnung. Das ist aber eine höhere Schwierigkeitsgrad für dich. Ich bin schon nass. Ich glaube eher bei dunkel. Nass kriege ich, glaube ich, hin. Dunkel finde ich halt immer so eintönig. So dass ich da halt sehr, sehr unaufmerksam bin. Also ja, gut, vielleicht könnte es witzig werden. Vielleicht. Ich weiß es noch nicht. Ich gebe mir Mühe. Gib mir dezent Mühe. Aber wie gesagt, das mit den Tieren wäre halt echt cool, wenn da mal so Tiere rüberrennen würde. Dann hätte man einen Grund aufzupassen im Dunkeln. Außer halt auf die anderen Autos. Ich würde das Ganze nochmal so ein bisschen aufpeppen. Gut, ich weiß nicht, ob ich das Spiel spielen könnte, wenn ich dann plötzlich ein totes Bambi vor der Motorhaube hätte, aber. Nein, 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 nein. Oh Gott. Ich meine, die Menschen werden ja sein, aber so ein totes Bambi? Denn die meisten Spielen zucken dann ja noch die Beine. Also, ne. Vielleicht doch besser, dass es so ist. Dann irgendwo hoch. Alter, ich muss den LKW erstmal anschieben. Da. Da. Komm schon. Alle guten Familienfilme beginnen mit einem grausamen Mord. König der Löwen, Bambi, Thor 7. Ja, genau. Oh Gott. Ah, oh, schön.
irgendwann alle von wissen. Ja gut, wenn man es so nimmt, ne? Ich meine, bei Schneewittchen, stimmt Schneewittchen, also so halb, beziehungsweise wird vergiftet. Pinocchio besteht aus Lügen. Ja. Beziehungsweise man wird auch von einem Wal gefressen. Gut, man überlebt das Ganze, aber trotzdem irgendwie seltsam. Hast ja recht. Ein Unfall. Warum passieren die interessanten Sachen nicht auf meiner Seite? Okay. Wir sind wieder in Kerpen. Oh. Okay, also kommen wir so um 4 Uhr morgens an. Nett. Ob wir da schon so sonderlich viel von dem Ganzen sehen? Da mal rüber. Sind die einzigen auf einer unendlich langen Autobahn. Wer vor noch hinter uns ist einer, die Angst vor mir haben? Da ist ein Wagen. Hallo. Ich versuche mich immer daran zu hindern, dass ich ihn nicht anrempe, also einmal so ramme. Ja, ich bin eine sehr respektvolle LKW-Fahrerin. Oh, ich muss runter. Langsam und vorsichtig. Sag mal, was fehlt? Bleib da ja stehen, Junge. Überholen. Nein, könnte ich nicht. Ich komme hier ja in den Kügel, komm hoch. Alter. Mir tun alle Autos leid, die hinter uns sind. Wie viel? 1, 2, 3, 4. Mit mir 5 LKWs. Brauche ich ja noch nicht mehr überholen. Ich hab's doch geschafft. Ich glaube, das Ding wäre weiter runtergegangen. Die haben zumindest schon geblinkt.
gar nicht, dass es hier Bahnschranken gibt. Fahren endlich ein paar LKWs ab. Wäre schön, wenn wir es mal aufhören könnte zu regnen. In der Landschaft. Wie wohin lohnt sie nicht? Man ist halt immer noch ein LKW. Selbst wenn ich den einen überhole, ist da vorne trotzdem noch einer. Beziehungsweise. Ich bin sie beide los. Oh mein Gott. Ich kann endlich fahren. Wir sind an der Grenze. Luxemburg. Hier wäre zumindest eine Tankstelle. Wir brauchen aber noch keine. Oh, man darf hier 75 fahren. Das ist cool. Sonnenblumen. Dann haben wir hier kein Licht. Sind das denn die Straßen? Oh Gott. Von manchen Kurven habe ich echt so ein bisschen Schiss, ne? Ich glaube, ich werde lieber langsamer. Nichts passiert. Alles gut.
Luxemburg. Nicht einmal. Well, so nah wollte ich nicht an die Karte ran. Da. Ja, gibt es. Nein, alles gut. Alles gut. Da ist nichts. Da ist überhaupt nichts passiert. Nein, da passiert nichts. Alles gut. Nein, Luna. Einfach nein. Achso. Nee. Weißt du, was hast du denn getan? Achso, das hast du getan. Ja doch, dann weiß ich, was du getan hast. Aber nein. Da war ja nichts. Da ist ja nichts passiert. Ich fahr doch noch. Das sah schlimm aus, als das ist. Da ist ja nichts passiert. Ja, nein, ich fahre auch weiterhin. Okay. Ich fahre noch. Ich war zwar auf der falschen Straßenseite, aber ich fahre noch. Alles in bester Ordnung. Nein, da muss ich nicht rein. Da muss ich rein. Läuft doch alles. Ich weiß gar nicht, was ihr habt. Alles Paletti. Wir erkunden jetzt hier so ein bisschen Luxemburg. Ne? Ja. Was hier? Oh, muss hier sein, ne? Ja. Ne, läuft ja alles, ne? Läuft doch alles. Das war alles so geplant. So, ist ja schon alles repariert. Ist so? Kein Problem. Alles easy. Hat doch alles geklappt. Ich weiß gar nicht, was ihr habt. Huch. Hallo, Mappa. Einen wunderschönen Sonntag wünsche ich dir. Da ist jemand in mich reingefahren. Ja, ich fahre jetzt bei Rot. Jetzt muss ich das eine Ding da rausnehmen. Doch. Ich hasse Kreisverkehr. Ein Hotel. Der Wurst bleibt da ja stehen. Danke. So, alles gut. Ich weiß gar nicht, was ihr habt. So, das gepasst.
Ja, beabsichtigt, damit wir einmal so uns Luxemburg angucken. Also insgesamt Truck. Ich habe bisher nur einen schlimmen Unfall verursacht und das war der eben. Im Gegensatz zum Bus. Im Bus war ja nur Unfälle. Ja, natürlich war der Unfall Absicht. So konnten wir konnte ich euch zeigen, wie man ein LKW repariert. Das war alles Absicht. Alles mit Hintergedanken geplant. Welche Kindergartengruppe? Hier gibt es keine Kindergartengruppen. Gibt es ein paar Menschen, die so ein bisschen am Straßenrand stehen, wenn überhaupt mal. Die Kindergartentruppe war beim Bus, ja. Die Kindergartentruppe war damals beim Busfahren. Genau, na gut, nee, der Rollstuhlfahrer ging auf Iron. Aber die Omis sind Oppis. Ne, die gingen auch auf meine Kappe. Gut, und das kleine Mädchen, was die Hunde ausgeführt hat. Ja, gut, das halt auch, ja. Aber das war auch beim Bus. Hier habe ich so ein, zwei Motorhauben verdellt. Ist doch nichts. Ist doch nichts. Passier doch mal. Mann. Halt die Versicherung. Oder Papi. Nein. Garantiert nicht. ist nicht mein LKW, also, ne? Der LKW gehört mir nicht. Das ist mir egal. Ich glaube, es wird nicht besser. Egal, was ich jetzt sage, das wird halt einfach nicht besser. Aber wie gesagt, Truck fahre ich ja jetzt schon seit. Na gut, 120 Stunden. Also nicht heute, sondern insgesamt 120 Stunden. Ja, klar passieren noch Unfälle, wie der da eben, aber insgesamt. Insgesamt kann man sich nicht beklagen. Da waren Menschen. Insgesamt fahre ich gut. Besser als Bus. Bei Bus hätten wir schon mehr gelitten. Deutlich mehr. Du bist eine sehr sichere Fahrerin seit 5 Minuten. Ey, vorher bin ich auch sehr, sehr gut gefahren. Nach Köln zum Beispiel ist nichts passiert. Nach Köln ist nichts passiert. Das war der erste schlimme Unfall. Beweise. Wir fahren nur noch 30 Minuten. Aber wir sind ja auch schon erfolgreich. Oh, Leon. Nancy. Okay. Irgendeiner muss das hier fahren, ne? Okay, schön. Nein, wir haben einfach mal eine Umleitung. Okay, wir brauchen doch noch ein bisschen länger, bis wir am Ziel sind. Okay, nur noch 16 Minuten, auch nicht besser. Okay, wir brauchen doch nicht länger, bis wir am Ziel sind. So nicht viel. Und langsam fahren. Runter. Eine halbe Vorsperrung. Na gut, ob wir da oder hier von der Autobahn gleich fahren. Ja, nimmt sie nicht viel. Ja. Aber wir haben es nach Frankreich geschafft. Wir müssen eigentlich auf die andere Seite.
Beziehung. Ampel. Oh, es gibt sogar so ganz kleine Mini-Ampeln. Süß. Puh. Sind wir mal da? Ich bin sogar schon öfter als dieses eine Mal an einer Ampel angehalten. Das war nicht die erste Ampel. Vor allem, ihr tut gerade so, als wenn ich hier bei Eurotruck so schlimm gefahren wäre. Bei allen anderen kann ich ja verstehen, bei Fernbus, bei Bussimulator, aber hier? Wirklich. Also so schlimm war das jetzt heute nicht, bisher. Gut, ein Unfall, ja. Aber immer noch zufriedenstellend, ne? Immer noch zufriedenstellend. Nur nicht mehr katastrophal. Immer noch zufriedenstellend. Wenn ich so schlimm fahre hier. Unglaublich. Ich bin hier bieten lassen. Wir können nach Brüssel fahren. Ja, das kann sein. Das kann sein, Aspirin. Das kann durchaus möglich sein. Das streite ich auch gar nicht ab. Bei der Landwirtschaft, da kann das durchaus passieren. Wobei, es könnte auch passieren, je nachdem, was ich ernte, dass ich einfach aussteige und das ganze Ding selber fresse. Wäre auch noch eine Möglichkeit. 405, 309, 405 ist tatsächlich das Höchste. Bisschen nach Calais. Komm, wir fahren einfach mal quer durch Frankreich. Lecker Baumwolle. Ja. Gut, vielleicht würde ich nicht unbedingt Baumwolle essen, aber muss ich hier raus. Ich glaube da, ne? Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Hat doch geklappt. So. Perfekt. Jetzt einmal das an. Das an. Und durch. Frankreich bei Tage. Schön. Wirklich schön. Und Hallöchen. Darf man 80 fahren? Ich wollte ja eigentlich einstellen, dass wir nur Nebenstraßen fahren. Erinnert mich da gleich bei der nächsten Tour nochmal dran. Dass ich gleich einmal einstelle, nur Nebenstraßen. Sollten wir ja eigentlich auch einmal machen. Komm schon, komm schon, komm schon. Ich hoch.
Oh no. Muss das sein? Ich weiß, ich kann doch geradeaus fahren. Ich fahre mir gerne mein Auto. Servus! Putzi! Ich glaube, es waren immer die Mautstationen, an denen Frittes immer hängen geblieben ist. Ich glaube, Frittes hatte immer Probleme mit den Mautstationen. Ja, fahr doch! Oh. Dann fahr halt nicht! Dauert jetzt aber, bis ich wieder hier in Gang komme. Ich weiß gar nicht, ging bei dir die Schranke immer nicht hoch? Oder was war da bei dir? Oder beim Grenzübergang, weil ich immer Zigaretten und Koks geschmuggelt hat. Nee. Nee, ich glaube, das war nicht der Grund. Nee. Nee. Vielleicht, oh, vielleicht heimlich Teddybären geschmuggelt. Nein. Ich glaube, bei mir war es halt ein einziges Mal, dass ich zu weit vorgefahren bin und dann unter diesem Ding hing. Das war bei mir auf jeden Fall einmal, warum ich dann nicht mit dem Grenzübergang kam. Ohne Baustelle. Warum ist auf meiner Seite keine Baustelle? Ich will auch eine Baustelle haben. Weißt du, alle kriegen eine Baustelle, nur ich krieg keine Baustelle. So, lassen wir den Tempomaten fahren. Uch. Ich hab's gerade wieder ausgemacht, oder? Ja. Nee. Ah, nee, war berghoch. Okay. Ich dachte, ich wäre nochmal auf C drauf gekommen. Der ist ein Bagger. Ja, wenn ich den zwei Fahrten nicht gemacht habe, dann brauche ich den. Na toll! Wir auch Baustellen haben. Ich sehe die immer nur auf der anderen Seite. Ja, ich hatte eine Umleitung. Das ist nichts. Ich habe schon höher gestellt. Das ist übrigens der, der uns eben... Ja, so. Spannend, Scheinwerfer. Ja, hat die Scheinwerfer. Ja, das gehört so. Der schützt vor Sonnenlicht, weißt du? Da ist der chinesische Verkehrsminister. Ja, ich weiß. Umleitung. Dann regt er auf Max. Nein. Auf Max will ich nicht. Nein, ich will nicht auf Max. Nein. Nein. Ich will es nicht um Max schalten. Kommt doch schon wieder ein Grenzübergang? Ich glaube. Also kein Grenzübergang, sondern Mautstation. Nee. Dann ist es mir halt zu viel. Ich will halt dieses Ausgeglichene haben. Haben wir ja, glaube ich, sogar schon fast auf Max. Wird gar nicht viel. Es kommt halt trotzdem nichts. Und vorsichtig. 44 Euro. Für was? Dafür, dass ich einmal rüberfahren darf, oder was? Ja, Luna. Ganz schön hab ich hier. Wenn ich wenigstens was umsonst kriegen würde dafür. Also das Einzige, was es gibt... Warte mal, Optionen, Gameplay... bei Navigation, also bei Routenmodus, beste, kürzeste und Nebenstraßen. Das kannst du auf jeden Fall machen.
man halt komplett Seitenstraßen auslassen kann, glaube ich nicht, oder? Wenn auf jeden Fall bei Einstellungen Gameplay. Kannst du dann auf jeden Fall gucken. Das sind die LKW-Einstellungen. Wie weiß nichts. Sprache. In Antaleuropa, bla bla bla. Dingeinheiten. Was interessiert mich das? Ich wollte schon antworten. Das wird mir jetzt nicht. Ja, dann ist das tatsächlich nur hier. Nein, ich stelle es nicht auf Max. Regenwahrscheinlichkeit kann ich so lassen, sonst habe ich nur noch Regen. Okay.